So, was aus den kleinen Ferkeln geworden ist, wird sich gleich hinter dieser Tür offenbaren. Normalerweise sind sie als kleine Ferkel durchgehuscht. Und naja, das Konzert hört man ja jetzt schon. Und anstatt aus kleinen Näpfen müssen wir sie jetzt schon aus solchen Gefäßen bedienen. So, dann wollen wir mal schauen, wie die drei Herrschaften so drauf sind. Loki, was machst du da oben wieder? Hm? Hallo? Habt ihr Hunger? Sag bloß. Hunger? Hunger? Echt jetzt? Okay, dann, hallo? Dann lasst mich mal. Also, den Hebel ran, nicht wahr? So, und dann geht die Tür auf und man versucht sich durchzuquetschen. Oinkli, oinkli, oink. Keine Ferkel mehr, definitiv, oder? Da ist das große Mädchen. Und gleich beginnt der Ringel rein. Wahrscheinlich wird die Freya mit anfangen, oder der Gandhi? Soink! Unglaublich. Ja. Es wird Zeit, dass wir ein paar Fressstände bekommen, wo sie dann in Ruhe essen können. Freya, du bist ganz schön nickelig. Okay, ja, ess mal auf. Ja, Moment, sowieso eine Diätration, weil sie durch die Kirschen viel zu dick geworden sind. Ja. So, und nach dem Essen, der Loki weiß schon, wo das ist. Natürlich noch was Leckeres. Was war? Dann folgen Sie mir mal unauffällig. So, dann geht's wieder zurück in den Stall. Und man folgt mir auch jedenfalls zwei von den dreien, kommen immer direkt hinterher und wollen was haben, nicht wahr? Der andere, der große Gandhi, der hat noch was anderes zu tun, nicht wahr? Der leckt nämlich noch die Näpfe aus, ja? So, und damit das hier gleich ein bisschen besser funktioniert, müssen wir die Aufnahme mal stoppen und den Weitwinkel einschalten. Bis gleich. So, wir sind jetzt im Weitwinkelmodus. Und der Napf steht da. Und die Freya sitzt nicht. Aber der liebe Loki, der sitzt nämlich schon. So, da gibt es einen Keks für den Loki. Freya, muss man den Mund öffnen. Hinsetzen. Ja, 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 hinsetzen. Los, 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 los. Dicken Po nach hinten. Los, 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 los. Ja, 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 ja. Fein, fein, fein. Oh, 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 oh. Wir bekommen Besuch. Wir bekommen Besuch. Da kommt ja der große Mann. Nam, nam, nam. Nee, aber du sitzt nicht. So, Loki. Machen Sie mal in der Ecke Sitz. Ja, fein machst du das. Ja, schau mal einer, guck. Ja, schau mal einer, guck. Ist ja so, als ob du das könntest, nicht wahr? Jawohl. Und die Freya kann das auch. Ist das nicht? Nein, 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 nein. Du musst nur sitzen bleiben. Hinsetzen. Freya? Nee. Auch ein dickes Mädchen muss sitzen. Ja. Ja, 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 ja. Hinten den Popo runter. Das schaffst du. Das schaffst du. Ja, siehst du, das geht doch. Wunderbar. Der ist schon wieder gegangen. Aber du bist doch hier. Möchtest du einen Keks? Möchtest du einen Keks? Ja, fein. Mehr Kekse, bitte.
Keks für die Freya. Keks für die Freya. Ganz prima macht ihr das. Okay. Madame möchte auch nochmal rausgehen. Ja, dann machen wir. Da bleibt mehr für dich, nicht wahr, mein Schatz? Du bist sowieso der dünnste von allen. Aber du siehst ja auch noch normal aus, ne? Du siehst noch richtig normal aus. Die anderen beiden sind ein bisschen korpulent geworden. Ne? Weil beim Loki können wir ja noch ein bisschen was reinstecken. Ja, aber nicht so, wenn es runterfällt. Ja, such es mal. Such mal, Schatz. Ja, da hinten wird noch ein bisschen rumgearbeitet. Setz du dich wieder hin, Schatz. Setz du dich wieder hin. Okay. Ja. Ja. Ja, prima. Feiner Schatz. Ist ein feiner Schatz. Nee. Das Handy ist nicht zum Essen da. Nein. Das ist nicht. Nee. Ja, ich versuche das nur ein bisschen so zu halten, dass die Herrschaften noch ein bisschen mehr sehen können. Nicht wahr? Ja, da kann man so schön den schönen Rüssel und das Mündchen sehen. Hallo, wen haben wir denn da jetzt hier drin? Das gibt's ja gar nicht. Wo kommt ihr denn her? Ihr wollt was haben? Ja, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, ne? Jawohl. Hallo, nicht nübeln, sitzen. Ach, fein ist das. Freya, nicht nur den Mund aufmachen, Schatz. Hallo, Freya. Ja, du schaffst das. Ja, wenn du weiter zurückgehst, nicht okay. Dann müssen wir das hier weitermachen. Bis du das tust. Tut mir leid. Ohne geht nicht. Oh, schnibbel. Freya? Ja, also, du weißt, was das bedeutet. Freya? Du weißt, was das bedeutet. Ja, das ist doch normal. Dann kriegst du direkt Schweine. Hast du einmal mehr. Immer einmal mehr wie du. Ja. Oh, oh Gandhi. Oh Gandhi. Was ist denn los, Schatz? Willst du was haben? Ja, sag bloß, du feiner Mann. Hallo, Freya. Es geht ja schon wieder raus. Die Näpfe sind doch wohl leer, oder? Nein? Sind die Näpfe nicht leer? Die Näpfe sind doch leer. Und wir gehen nochmal spazieren. Gandhi. Okay. Boah, das hat ihm wahrscheinlich zu lange gedauert. Aber wir drei hier, wir haben noch unseren Spaß, ne? Wir haben noch unseren Spaß. Das ist alles schön mit euch hier. Ach, das ist fein. So fein, nicht wahr? Ist das fein. Sag noch, Herrchen würde euch irgendwie vernachlässigen. Nein, das tun wir nicht, ne? Nein, das tun wir nicht, ne? So, jetzt müssen wir auf den Gandhi warten. Der kommt jetzt schon gleich zurück, oder? Schnipp-Schnuserin. Boink. So langsam gehen mir die Kekse aus. Kekse machen überhaupt nicht dick, ne? Das waren die Kirschen, die euch dick gemacht haben. Und bald die Äpfel. Und dann kommen die Eicheln. Ja. No, du weißt, was du zu tun hast, Loki? Ja, prima. Auf der Schweine. Grüß dich durch zwei, ne? Hallo, süßes Mädchen. Bibbidi-bibbidi-bibs. Bibbidi-bibbidi-bibs. Können wir das bei dir auch machen? Sag los, können wir das bei dir auch machen? Jawohl. Ja, guck dir mal dieses schöne Mädchen an. Ja, nam. So, dann machen wir noch eine Nahaufnahme von dem Monsieur, der da gerade zurückkommt. Hallo, Monsieur! Können Sie auch Französisch? Ich weiß nicht, was das Französisch heißt. Aber Sie können das auch so. Oh, fein. Oh, fein bist du, nicht wahr? Ganz fein. So. Und nun schnappen wir uns die beiden Sachen. Und dann geht's weiter mit der Beschäftigungstherapie. Und zwar treffen wir uns dann hinten. So. Näpfe werden gleich ausgespült. Und dann geht's hier hinten weiter. Man knatscht schon ein wenig durch die Gegend. So, Freya hat schon den Vorwärtsgang eingelegt.
Der Loki trinkt, der Gandhi grunzt. Da ist die Freya. Feines Mädchen, nicht wahr? Nee, nee, hier machen wir das nicht, das weißt du doch. So, einmal rein und schwupp. Tja, jetzt dürft ihr alle mitkommen. Ich kann jetzt nicht rückwärts filmen, sonst lege ich mich auf die Schniss. Das wollen wir nicht. So, und dann nähern wir uns dem zweiten Stopp. Und umdrehen bitte. So, was werden wir hier wohl machen? Freya, nicht an mir rumstibulieren. Sie müssen sich auch setzen. Daran sieht man erstmal, wie dick du geworden bist an deinem Nacken. Menschen, sind normal. Du, die Kirschen, ne? So, bitte hinsetzen. Ey, Gandhi! Schluss damit. Freya? Ja. Einfach hinsetzen, Mann. Kriegst es. Na prima. Gandhi, du kriegst jetzt zum Schluss. Loki. Ey! Stinkt hier. So. Wenn sie jetzt nicht sitzen, dann kriegen sie nichts. Ja, so ist ja fein. Ganz prima machst du das. Haben dich ja auch lieb. Auch wenn du noch mal ein Stinker bist. Oh, Freya ist schon unter den Apfelbaum gegangen. Die hat schon die Suche aufgenommen. Okay, dann kriegt ihr jetzt schnell noch die restlichen Kekse, auch wenn ihr nicht sitzt. So, da noch. Und der Rest wird jetzt unterm Apfelbaum verstreut. Damit die Herrschaften noch ein bisschen was zu tun haben, verstreue ich dann einfach noch mal ein bisschen von dem pelletierten Futter. Zeug. Und Zeug. Und Zeug. Und schwupp. Und das müssen sie sich dann einfach zusammensuchen. Dann haben sie nämlich noch was zu tun. Ja. Und Herrchen kann sich dann um den Rest kümmern. Sauber gemacht haben wir heute schon. Nachher wird nochmal sauber gemacht. So. Ja, wie sich das dann auf dem Handy anhört, ist eine ganz andere Frage. Wahrscheinlich ganz schlimme Kratzgeräusche am Mikrofon. So, jetzt ist alles verteilt. Schütten wir hier noch ein bisschen was aus. So, und das war ein Fütterungsritual mit Freya, Loki und Gandhi. Und mit diesen Eindrücken, back to the studio.